In jedem Jahr wird sie an eine Handvoll Handwerker verliehen, die Ehrennadel des Handwerks. So auch hier bei der Handwerkskammer Koblenz. In diesem Jahr dürfen sich 8 Handwerksmeister über die Ehrung freuen. Und die wurden gebührend geehrt. In seiner Rede würdigte Kammerpräsident Werner Wittlich das ehrenamtliche Engagement der Handwerksmeister in den vergangenen Jahren. Ob als Obermeister, in Prüfungsausschüssen für Meister oder Gesellen oder auch im Dienste der Kreishandwerkerschaften. Die geehrten Ehrenamtsträger haben viel Zeit und Herzblut in ihr Handwerk investiert. Und dafür wurden sie nun in einer Feierstunde mit der höchsten Auszeichnung für ehrenamtlichen Einsatz im Handwerk geehrt. Die Ehrennadel ist Auszeichnung und Ansporn zugleich. Sind doch alle Ausgezeichneten, darunter eine Handwerksmeisterin, nach wie vor für das Handwerk im Einsatz. Ich freue mich erstmal sehr darüber. Habe nicht damit gerechnet, weil Ehrenamt zeichnet sich daraus auch dadurch aus, dass man es eigentlich als Verpflichtung ansieht, es zu machen. Also nicht um irgendwas damit zu erreichen. Das heißt schon, etwas zu erreichen, aber nicht für sich persönlich. Insofern war ich überrascht und habe mich sehr darüber gefreut. Ich empfinde das als ein Dankeschön der Handwerkskammer für das Engagement, das man dann gebracht hat. Es ist ja auch mit dem Verlust von viel Freizeit verbunden. Man muss zu Hause eine Partnerin, eine Ehefrau haben, die sowas auch mit unterstützt. Denn ohne die Unterstützung der Partner kann man das nicht leisten. Und ich bin eigentlich ganz stolz auf die Kammer, dokumentiert es doch auf der einen Seite, dass man sich auch ehrenamtlich ein Stück und über Jahre hinaus engagiert hat. Und hier haben sie im Anschluss weiter gefeiert. Die Ehrenamtsträger mischten sich beim Neujahrsempfang der Wirtschaft im nördlichen Rheinland-Pfalz unter die zahlreichen Gäste. In diesem Jahr von der HWK Koblenz ausgerichtet, bot der Empfang eine gute Gelegenheit, miteinander ins Gespräch zu kommen. Das Handwerk und die Industrie haben im nördlichen Rheinland-Pfalz jedes Jahr gemeinsam einen Neujahrsempfang. Auf die Verbundenheit zu unserer Partnerkammer, der Industrie- und Handelskammer, sind wir stolz. Ich denke, dass das Jahr immer einen guten Anfang hat, wenn man einen Neujahrsempfang hat, bei dem man sich austauschen kann, einen Rückblick hat auf die Ergebnisse des vergangenen Jahres und die Erwartungen für das nächste Jahr in Worte fassen kann. Das Handwerk geht wohlgemut und stolz und voller großer Erwartungen das kommende Jahr. Das Handwerk im nördlichen Rheinland-Pfalz ist gut aufgestellt. Wir werden die Erwartungen und auch die Zukunftsanforderungen mit Bravour meistern. Das betonte auch Präsident Wittlich in seiner Eröffnungsrede. Neben Gästen aus Handwerk und Wirtschaft folgten auch hochrangige Vertreter aus der Politik dem Ruf der HWK Koblenz. Gesprächsthema Nummer 1 auch hier, die neue Imagekampagne des deutschen Handwerks. Die Imagekampagne des deutschen Handwerks ist am vergangenen Wochenende um 20.14 Uhr mit Erfolg angelaufen. Wir haben im Vorstand in Koblenz darüber nochmal beraten. Wir sind der Auffassung, dass sowohl der Werbespot als Bestandteil der Kampagne als auch die Kampagnenfolgen so gut sind, dass wir uns auf den Zuspruch jetzt schon freuen können. Wir haben auch im Internet nachschauen lassen. Die Zusprüche, die wir dort sehen, sind so positiv, dass wir uns darüber freuen, den richtigen Spot ausgewählt zu haben. Wir denken, dass die Kampagne am Ende das Handwerk im Image nach vorne bringt, aber auch die Zuneigung der Bevölkerung zum Handwerk weiter stärken wird. Ich halte es für ganz wichtig, für Handwerk zu werben, deutlich zu machen, was Handwerker alles leisten, welche Qualität mit handwerklichen Leistungen verbunden ist, um damit dafür zu werben und deutlich zu machen, welchen Wert eine handwerkliche Leistung darstellt und damit auch zu werben, dass junge Menschen sich für den interessanten Beruf des Handwerkes, der ja in 150 verschiedenen Sparten aufgeteilt ist, nirgends kann man so kreativ arbeiten wie gerade im Handwerk. Deswegen eine gute Kampagne, eine wichtige Kampagne und ich wünsche der Kampagne viel Erfolg. Ich finde es sehr wichtig, dass gerade im Wirtschaftsbereich auch Kampagnen gefahren werden. Man hat ja manchmal so das Gefühl, dass in der Bevölkerung das stiefmütterlich rüberkommt. Dabei ist gerade die Wirtschaft, das Handwerk, das ist ja das Rückgrat von uns. Und von daher finde ich das hervorragend, dass man das mit einer Kampagne verbindet. Da kann man der Kampagne nur viel Erfolg wünschen, aber ich bin mir sicher, bei den Personen, bei den Handelnden wird das auch so werden. Und so bot der 9. gemeinsame Neujahrsempfang der Wirtschaft einmal mehr Gelegenheit zu Austausch und Kontaktpflege. Über eines sind sich alle einig. 2010 wird sicherlich ein spannendes Jahr.
Hier in der Rhein-Mosel-Halle feiern jetzt noch IHK und HWK gemeinsam den Neujahrsempfang der Wirtschaft im nördlichen Rheinland-Pfalz. Und wenn Sie sich noch über die Image-Kampagne des Deutschen Handwerks informieren möchten, können Sie das tun im Internet unter hwk-koblenz.de oder auch direkt bei der Handwerkskammer Koblenz.